Maria, die junge Frau, ob sie geahnt hat, wie sie das Ja gesagt hat, die Bereitschaft, die Mutter des Erlösers zu werden, ob sie geahnt hat, was auf sie zukommt. Die Geburt eines Kindes in der Fremde, unter ärmlichsten Umständen. Ein Kind zur Welt zu bringen in einem Stall, das ist nicht romantisch. Auch wenn es uns die Kunst vielfach dann so dargestellt hat. Dann weiter Flucht und Vertreibung nach Ägypten. Die Schwierigkeit mit dem Heranwachsenden, mit dem aufmüpfigen 12-jährigen Jesus. Und schließlich sein Leidensweg. Diesen schrecklichen Tod erleben und mit ansehen zu müssen, als Mutter. Ob Maria von all dem etwas geahnt hat damals. Aber als junge Mutter, werdende Mutter, so haben wir gehört, eilt sie zu Elisabeth. Betont extra der Evangelist. Sie eilt zu Elisabeth. Und als diese ihr Worte der Wertschätzung, der Anerkennung sagt, wenn Elisabeth es formuliert, wer bin ich denn schon, dass du zu mir kommst, du die Mutter des Herrn, da bleibt Maria demütig und bescheiden und gibt dieses Lob weiter an Gott. Er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Und in diesem Lobgesang, in dem Magnificat, da zeigt sie gewissermaßen, wir haben es gehört, ihr Gottesbild. Da lässt sie sich gewissermaßen in die Seele schauen. Und da lässt sie uns teilhaben an ihrem Glauben. Und sie besingt die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes, der die Kleinen, die Einfachen nicht vergisst, der aber auch dafür sorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. So ihr Lied. Und damit bin ich aber auch bei der Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Da ist einmal die Frau, die ein Kind erwartet, vor der Geburt ihres Kindes. Eine eindrucksvolle Frau, so wird sie uns dargestellt, begleitet mit der Sonne, den Mond zu ihren Füßen und 12 Sterne begrenzen ihr Haupt. Diese Frau steht für Leben und Weitergabe des Lebens. Und ihr gegenüber der furchterregende Drache, der Zerstörer, der Leben vernichten will. Er will den Sohn dieser Frau töten. Und seine Zerstörungswut kennt keine Grenzen, hat kosmische Ausmaße, wie wir gehört haben. Und da, Schwestern und Brüder, halte ich inne, lasst sich da nicht auch eine Parallele zur Geschichte ziehen? Zerstörung von einem ungeahnten Ausmaß. Eine Parallele zu unserer Geschichte, eine Parallele auch zur Geschichte der Gegenwart, was momentan auf dieser Welt auch geschieht. Mit diesem Text stellt Johannes die Konfrontation von Leben und Tod dar. Und er will zunächst erinnern daran, Herodes wollte das Kind töten. Das ist das erste Bild, die erste Aussage. Gemeint ist aber auch damit, dass die junge Kirche damals in der römischen Christenverfolgung zerstört und ausgelöscht werden sollte. Das ist die zweite Deutung dieses Bildes. Dargestellt ist aber auch das Gottesvolk insgesamt als Frauengestalt. Das heißt, die Kirche, die einerseits in diese Welt gekommen ist und wo neues Leben in dieser Welt entstehen soll. Und bei dieser Geburt aber geht es, so wie bei jeder Geburt auch, nicht ab ohne Blut und ohne Schmerzen. Ja, es geht um das Gottesvolk, sozusagen die Kinder der Kirche, die bis heute am Leben bedroht sind, verfolgt und getötet werden. In so manchen Staaten in Asien und manche Völker in Afrika, vergessen wir das nicht.
bei aller Festesfreude heute dürfen wir diese erschütternde Tatsache nicht vergessen. An diesem heutigen Fest schauen wir Maria in ihrer Vollendung, am Ziel ihres Lebens hineingenommen in die Herrlichkeit Gottes. Es ist ein Hoffnungsbild, das hier gezeichnet wird, ein Trostbild. Denn auch ihr Weg war nicht einfach. Aber trotz aller Ehrentitel, die ihr Menschen gegeben haben, ist sie die Magd des Herrn geblieben, so wie sie sich selber bezeichnet. Auch wenn manche Menschen sie heute vielleicht etwas abgehoben sehen als die Königin des Himmels, überirdisch hinausgehoben. Maria ist dem Leben der Menschen nicht entrückt, nicht abgehoben. Sie ist unsere Fürsprecherin bei Gott. Und sie steht Christus nahe, so wie kein anderer Mensch ihr nahe steht. Und so will uns dieses Fest heute in Erinnerung rufen, wieder erneut vor Augen führen, was Gott mit uns einmal vorhat, wenn wir unseren Glaubensweg in Treue bis zu Ende gehen. Aber dass dieser Glaube auch ein angefochtener sein kann, unser Glaube auf dem Prüfstand, unser Glaube in Bedrängnis, das will uns die Lesung sagen, die wir gehört haben. Und das soll auch an diesem festlichen Tag, an diesem Fest der Freude, auch nicht verschwiegen werden. Der Glaube manches Mal in Bedrängnis. Amen.